Neues Spiel. Neues Glück. Ich habe die Musik extra nur für den Herrn Dr. Soldberg gemacht. Er findet die Musik nämlich super, hat er mir gesagt. Neues Spiel ist neues Glück. Wir spielen FP Solo in Erangel. Lipovka. That could get very ugly, eh? Das wird bestimmt voll hässlich. Menschen. Milter Power. Lass uns Milter Power ist, glaube ich, gut. Ach, wir landen in Lipovka. Schauen, was passiert. Gleich rein ins Gemetzel. Und dann gucken wir mal. Vorhin habe ich irgendwie einen Chicken Dinner gewonnen und hat nicht auf Aufnahme gedrückt. Das war voll super. Müssen wir jetzt noch einen Chicken Dinner holen hier. Holen wir mal noch einen Chicken Dinner. Ich habe übrigens mir so einen Fitness-Tracker geholt, ist voll gut. Der trötet jetzt an meinem Handgelenk rum, wenn ich sitze, wenn ich stehe, wenn ich liege, wenn ich mich zu viel bewege, wenn ich mich zu wenig bewege, wenn ich schlafe und wenn ich wach bin. Es ist ein Traum. Es ist wirklich ein Traum. Dieses Gerät sollte man besitzen. Man hat nie wieder Ruhe. Es ist ein Träumchen. So, Lipovka oder Milter? Komm, Lipovka, was soll der Geiz? Ja. Was soll der Geiz? Gleich raus, oder? Das wird zu hässlich. Das wird zu hässlich jetzt gleich. Boing. Runter. Runter, 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 runter. Ich will da rein. Das wird jetzt gleich hässlich. Ich sag's euch. Ich sehe keine. Echt keine da? Das kann doch nicht sein. Da, hier Flugzeug. Ich sehe um mich herum. Oh, there we are. Yes, sir. Da sind sie, die Bros. Da sind sie, die Bros. Die ersten sind unten. Here we are. Find up. Es geht los. I love it. Sun Grenade und Tommy Gun. Nice. Die Kombi ist geil. Die Kombi ist geil. Die mag ich. Nur ein Helm mit. So ist es doch. Hä? Da wird schon geballert. Ne, nimm mal ein Mini. Da drüben ist schon Action. Mal pushen hier. Rüber. Ich hab Angst. Es können überall welche rumlurchen. Hier wird grad. Okay, here we are. Die Pumpe ohne Ende. Granate. 100%. Ich dachte, es wird gar nichts mehr mit dem Dude hier. Was jetzt ein Problem ist, gibt es öfter mal, ich habe nur einen Schuss. Das bedeutet, wir brauchen eine andere Knarre. Wir brauchen eine andere Knarre. Haben wir hier noch was Sinnvolles? Ja, die Ork ist doch ein guter Ersatz. Das. Vierfacher. Nee. Energiegetränk. Passt. Gut. Ein bisschen vorsichtig sein.
Ziehen wir noch einen. Hatte der eigentlich schon irgendwas Feines? Mosen. Lightweight Grip. Top. Gut. Passt. Gut. Mausen. Ist keine Mausen. Ziel ist es natürlich, nicht als erstes zu sterben, würde ich sagen. Das ist alles, oder? Haben wir noch sonst mehr Ziele? Nee, ne? So, ich bin mir sicher, da sind noch andere Dudes runtergekommen. Ich sehe keine. Anderes Gewehrli. Da hat der andere Dude gelootet, alles klar. Ja, wir brauchen noch Zeug, ne? Looten hier mal fleißig. Der hat mich voll geblendet. Aber er war ein bisschen zu weit weg, sonst wäre ich weg gewesen. Ja, auch noch ein Schuss mit der Pumpe, das war auch so eine Punktlandung. So eine Punktlandung. FPV macht mittlerweile, finde ich, einfach mehr Spaß als überall liegen sie schon. Überall liegen sie schon hier. Immer mit. Amber zum Beispiel spielt M4. Lieber als Ork. Und wenn Amber lieber M4 spielt als Ork, dann muss die M4 gut sein. Ich glaube, es sind keine Bros mehr da, oder? Ich gucke gar nicht mehr nach rechts. Sollte man immer machen. Das ist die fieseste Nummer ever. Sich da hinten zu verstecken. Aber ich loot hier noch kurz. Ganz ehrlich, das ist so viel Zeit muss sein. Das nehmen wir mit. Solo ist natürlich auch hart. Ne? Solo ist natürlich auch hart. Kompensator. Gehen wir den noch dran? Nee, okay. Ach, das Scope wäre geil. Jetzt aufpassen, es könnten hier noch Dudes rumlurchen. Und ich will jetzt hier nicht weggewämst werden. Ah, shit. Der hat 4er Scope. Nicht der beste Scope. Aber ich bin schon der Meinung, dass die Schritte. Das ist gut. Pfanne. I love that. Nein, oh, ich hasse es, wenn das passiert. Smoke, canted. Wir nehmen die Moos hin. Oder? Ja. Okay. Sofort. Ah, das sind wir auch. Und dann sind wir glücklich, oder? Oh, der Blitz, der nervt, ey. Der hat mir jetzt ein bisschen Angst eingejagt hier. Passt. So, jetzt machen wir das, was wir immer tun. Wir chillen irgendwo. Richtung Zone, ganz langsam. Energiegetränke. Ja, wir haben alles, was wir brauchen. Passt. Ein Schalli für die Sniper wäre noch geil. Flashbang nehmen wir auch. Ganz ehrlich. Ich mach's mal der Amber nach. Ich mach's mal der Amber nach. Wie das macht, dann kann es so schlecht nicht sein. So, ein bisschen viel Moon. Dann nehmen wir den Energy mit. Ja, passt. Okay. Ich würde sagen, weiter geht's. Steht da? Peugeot? Peugeot. Noch ein Sexoscope? Nice. Hilft mir nichts.
Verlockend, Leute, verlockend. Verlockend ohne Ende. Ich lieb die. Ich nehm die. Verzeiht's mir. Verzeiht's mir, ich nehm die. Schall ich für das Ding und ich bin glücklich. Also brauchen wir noch einen Griff dafür. Immer noch irgendwo einen Griff aufgetrieben. Irgendein. Das ist jetzt nichts Großartiges. Da ist eine Half. Half Grip. Was macht denn der? Horizontal und alles klar. Ja, das ist top. Der ist perfekt. Gut. Damit sind wir doch glücklich. Ich würde sagen, genug gelootet. Schalli wäre noch geil, aber ganz ehrlich, habe ich jetzt nicht, kriegen wir nicht. Was soll's? So weit rein? Nee. Panach haben wir schon. Gut. Weiter geht's. Ein Auto. 52 noch am Leben. Ja, das ist halt bei dem Game immer so, wenn der jetzt einer irgendwo rumrattet, dann hast du Glitte. Kannst nichts machen. Mach irgendwas Feines. Dalpunov, die ist noch gut, aber die nehme ich nicht. Schalldämpfer wäre geil. Let's go. Pinkler rein. Ist da drüben einer? Was ist das? Nee. Der Stein, der war so verdächtig da gelegen. Ich habe das nicht richtig gesehen, ey. Wahnsinn. Shady stuff. Auto. Ich lasse die Finger davon. Ich will jetzt nicht Werbung für machen für meine Anwesenheit. Ich chill hier. Und die Bandage anwerfen hier. Alles Gute kommt von hinten, glaube ich jetzt. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Vor mir werden wahrscheinlich... Meine Sorge ist, dass da von hinten einer in die Zone reinpusht und ich dann ein Problem bekomme. Deswegen gucken wir nach hinten, wenn wir uns bandagieren. Und zwar in die Zone pushen. Wichtig auch, wenn ihr in die Zone pusht. Habe ich jetzt meine Kentezeit weg? Nee. Wenn er in die Zone pusht, dann rentiert sich's, Sturmgewehr in der Hand zu haben. Weil ihr wisst nicht, hinter welchem Busch oder was einer raushüpft. Und wenn ihr dann eine Snipe in der Hand habt, habt ihr gelitten. Wohingegen, wenn ihr mit dem Sturmgewehr rumrennt und seht einen, der weit weg ist, ist die Chance, dass ihr noch wechseln könnt auf eine Sniper doch recht hoch, deswegen ist es immer besser, Nahkampfwaffe zu haben. Und was natürlich auch wichtig ist, jeder weiß es, mag Nahkampfwaffe auf Slot 1, weil die schnell zieht er schneller. Das habe ich ewig lang ignoriert, beziehungsweise nicht gewusst. Und dann haben mir ganz viele Leute das in meinen Videos in die Kommentare geschrieben und seitdem mache ich das immer. Ich glaube, das ist was, das soll man echt. Das sollte man tun. Ich habe keinen Schalli. Schalli ist echt der Gamechanger schlechthin. Prison. Okay, ist ein Stück, ja. Schalli ist der Gamechanger schlechthin. Was auch wichtig ist, so dieses Umgucken nach links, rechts. Auch sehr praktisch. Kann euch jetzt leider nicht sagen, welche Taste das bei mir ist, weil ich spiele mit dem Astron Keyboard. Ich glaube, es ist im normalen, im Standardspiel ist es Alt, Shift, ich weiß es nicht. Da ist einer. Nicht sofort draufrotzen. Macht überhaupt keinen Sinn. Wer sofort draufrotzt, das Einzige, was passiert ist, der dreht sich um und wartet, bis ihr in der Zone geröstet werdet. Von der Zone geröstet werdet. Macht keinen Sinn, da jetzt rein zu pushen. Wartet, wenn ihr wisst, wo er ist. Wartet. Lasst euch Zeit. Ich weiß jetzt, dass er da ist. Er weiß nicht, dass ich komme. Hoffe ich zumindest. Er rennt einfach in die Zone. Genau. Ja. Wenn ihr nah dran seid und einen Schalli habt, dann könnt ihr das machen. Oder mit einer Armbrust oder sowas. Wenn ihr das alles nicht habt, sollte der echt vorsichtig sein. Ich weiß nicht, wo der ist.
Eigentlich muss er sich jetzt gar nicht mehr so viel. Eigentlich muss er jetzt nicht mehr viel Gas geben. Ich muss aufpassen. Ist er da rein? Nee. War direkt vor mir. Er sieht mich nicht. Er ist, glaube ich, hinter der Kuppe. So meine Hoffnung. Nur hier unten. Das hat er ja irgendwie jetzt nicht so gut gemacht, der Bursch. Rechts von uns ist auch Action. Nichts Sinnvolles. War ein Bot, ja? Rechts von uns ist Action. Ich hab einen Schalli gehört. Ich will den. Den Schalli-Typen will ich. Ich muss weiter. Obwohl, wenn der eine Dings hat, eine Bolt-Action mit dem Schalli, dann bringt mir das nichts, weil ich will Mark 12 mit Schalli spielen. 28, noch am Leben. Oh, schon mal was. Oh, mal Smoke. Okay, alles klar. Smoke! Rechts sind bestimmt noch welche. Ich höre sie ja. Also ich habe sie gehört. Push. Oh fuck, das ist hässlich. Das ist ein hässliches Eck, wo ich jetzt bin. Oh, es ist unübersichtlich alles. Oh, es ist unübersichtlich. Das könnte hässlich sein jetzt. So, jetzt bin ich außerhalb der Zone. Das bedeutet, wahrscheinlich rechnet gerade keiner mit damit, dass ich da bin. Tut natürlich weh, ist klar. Aber wie gesagt, der Schallidiot, der geht mir auf den Zeiger, den will ich eigentlich loshaben. Und ich habe echt noch viel Medi-Stuff, deswegen brauche mir jetzt, um meine Gesundheit erstmal akut zumindest noch keine Sorgen zu machen. Ja, keine Ahnung. Ein bisschen gewartet. In der Hoffnung, dass die Bude hier leer ist. Schalli, ich brauche einen Schalli. Vor mir ist noch Bot-Action. Hört sich sehr bottig an. Dämpfer Dude immer noch hinter mir ist, dann wird mich das jetzt echt anöden. Der Wilson Bomber. Scan die Ecke. Bandage. Ui, jetzt tut's weh. Jetzt tut's weh. Let's go. Was, nur noch 20? Halleluja. Die volle Eskalation hier. Ich habe auch schon lange keinen Schalli-Schuss mehr gehört. Gut möglich, dass der schon Kings Forever. Ist ganz ehrlich, sind doch auch Bots, oder? Die dir jetzt nur noch rumballern. Sich für mich noch Bots an. Schiss, habe ich, dass da oben noch einer runterkommt. Okay, sieht erstmal gut aus. Wenn ihr Zeit habt, nehmt Bandagen. Wenn ihr keine Zeit habt, nehmt Medipacks. Schon ewig keinen Schalldämpferschuss mehr gehört. Insofern glaube ich, dass der Schalli-Typ vielleicht ins Gras gebissen hat. Nicht völlig ausgeschlossen. Das ist auf jeden Fall kein Schalli-Typ, der da oben schießt. Ja, da oben ist noch Action.
Okay, ich dachte, es war einer. Ihr seht, ich schmeiß mich sofort hin. Wenn ich der Meinung bin, dass ich noch nicht gespottet wurde, dann ist es immer besser, wenn ihr die Mark 12 habt, erstmal auf den Boden legen. Dann könnt ihr nämlich Zweibein schießen. Und Zweibein ist ultramächtig. Rückstoßtechnisch. Lasergun. Boah, fuck. Blödes Eck hier. Von unten Häuser, von oben. Von oben Geballer war gerade noch da. Fällt mir null. Also es ist richtig beschissenes Eck hier. Kombination aus Haus und... Das ist nicht gut. Was ist das mit dem Haus? Schaut euch den Baum an, der schwebt da in der Luft. Cool, haben sie die Map geupdatet oder was? Haben sie den Baum übersehen, glaube ich. Okay, warte mal. Wir machen mal tiefste Gangart hier. Passt. So. Kurz warten. Müssen wir gleich wieder... Scheiße. Wir müssen schon wieder rein. Das ist unglaublich. Wie viele sind noch am Start? Da oben drüben ist einer. Ja, ist weit weg, aber wenn ich da jetzt anfange drauf zu schießen, verrate ich mich. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir. Wir schießen erst drauf. Wir schießen erst drauf. Und wenn wir uns sicher sind, dass es keinen anderen Dude mehr gibt, der aktiv wird. Das Haus ist ultra riskant. Rechts von uns, Charlie. Der ist nicht rechts von uns. Shit. Das Haus macht mir auch Sorgen. Der Charlie-Dude ist noch da. Der hat mich, glaube ich, nicht gehört. Gut, den haben wir. Jetzt ist die Frage, hat er einen Charlie? Achter Scope, cool. Suppressor, cool. Military Vest, cool. Backpack Level 3, cool. Ich bin glücklich. Alles, was wir brauchen. Gut. So. Das züllen wir uns rein und dann looten wir nochmal kurz. Da ist noch ein Schallidiot. Wollt ihr mich veräppeln? Wie viele Schallidiots gibt's noch? Ich will ganz kurz hier nochmal reinschauen. Das war's. Rechts ist noch ein Schallidiot. Den hätte ich gerne. Der muss hier irgendwo sein. Ich sehe ihn. Das war's. Hilft leider nichts, war laut. Was ich da gerade gemacht habe, das war laut. Da war noch ein Charlie, klar. Nice! Mark 12, Charlie, Set noch 6 am Leben. Achter Scope. Coole Nummer. Kann man so machen. Jetzt müssen wir aufpassen. Den habe ich ordentlich verarztet. Den habe ich ordentlich verarztet, den Dude da drüben. Haus noch drin, ne. Das ist gut. Fies, was ich da immer. Ich weiß, der muss raus aus dem Haus und ich weiß, dass ich mit dem Schalli mit richtig gut die Hölle heiß machen kann jetzt. Der hockt da im Haus drin und hat Schiss. Ja, okay, warte, er hat keinen Schiss, aber er hat auch keine Ahnung, wie man trifft.
Jetzt bist du geliefert, Junge. Mach's nochmal. Uff, trifft doch. Muss jetzt raus, ne? Naja, blöd für dich. Hammer. Oh mein Gott, jetzt wird's nervig. Noch zwei. Weiß, wo er ist. Da unten irgendwo. Wenn er da unten ist, dann kann ich doch jetzt einfach das Zeug holen. Das machen wir. So, noch einer da. Noch einer da. Ich sehe. Und das war's. Zweites Chicken Dinner heute im FPP. Ich bin da schon ein bisschen stolz. Dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann haut auf den Like und den Subscribe-Button. Und nehmt die Mark 12, die ist top. Mark 12 mit Schalldämpfer. Beste Knifte. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Passt auf euch auf.